Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Ich habe ja von R&M diese E-Zigarette, diese Ulax 6800 Banana Eis oder Banana Milkshake. Und ich habe dazu noch gar kein Geschmacksreview gemacht. Ich habe zwar beim Unboxing erzählt, wie es mir schmeckt, und ich habe auch in dem Geschmacksreview von dem Blueberry Eis sagt, wie es schmeckt, aber hier im Video eben nicht. Und das machen wir jetzt. Das holen wir jetzt nach. Wir gehen mal runter auf den Tisch und dann gucken wir uns mal die E-Zigarette überhaupt an. Um was es denn eigentlich überhaupt geht. So, das ist die Ulax 6800 und die Geschmacksrichtung ist Banana Milkshake. Und die E-Zigarette steht zwar oben drauf Muffkin, ich hoffe, wir haben das richtig ausgesprochen, aber die kommt auf jeden Fall von R&M direkt. Und ich kann es vorweg schon sagen, es ist mein absolutes Lieblingsaroma. Das ist so mega lecker. Es schmeckt irgendwie beim Unboxing Video, wie es ja da ich schon gesagt habe, es schmeckt extrem süß, so richtig nach einer überreife Banane mit so einem milchigen Touch hinterher. Jetzt weiß ich bloß, das Mikrofon hat die ganze Zeit einen Ausschlag. Ich hoffe, dass der Ton brauchbar ist. Dass sie irgendwas jetzt richtig eingesteckt haben. Weil ich verwende jetzt seit langem mal wieder direkt an meiner Kamera das Mikrofon. Ja, also der Bananenmilchshake, der schmeckt auf jeden Fall richtig, richtig, richtig gut. Ist ja richtig überreife Banane. Und somit auch extrem süß. Der Schokoladeanteil ist sehr zurückhaltend. Aber hey, weiß ich, wie ich es anders beschreiben kann. Es ist echt ein richtig, richtig leckeres Liquid. Wenn man das Liquid irgendwo separat nachkaufen könnte, ich glaube, das wäre das Erste, was ich machen würde. Dann könnte ich das Gerät hier selber wieder befüllen. Und das werde ich hier auch noch immer Video befüllen, bloß habe ich das Aroma leider nicht, dass ich das gleiche Aroma wieder nachfüllen kann. Aber das ist auf jeden Fall Geschmacksrichtung, wo ich definitiv ein bisschen nachtrauen wird, wenn das leer ist. Banana Milkshake. So, dann halten wir das Video jetzt auch relativ kurz. Ich mag es auf jeden Fall und ich werde mir das auch auf jeden Fall nochmal nachordnen, weil der Geschmack, der ist. Aber der macht echt süchtig. Ja, die E-Zigarette jetzt schon seit ein paar Tagen auf dem Tisch und wollte eigentlich die Geschmacksrichtung beschreiben mit der zusammen, aber die ist noch zu. Das Peach Mango. Also ich denke, ich muss jetzt unbedingt den Geschmack beschreiben, bevor es leer ist. Weil wenn ich jetzt das Video gemacht habe, ist er halt oben wahrscheinlich leer. Also, kurzes Video. Wir sehen uns zum nächsten Video. Tschüss.